Mach du erst. Schnitt, das können wir so lassen, das war perfekt. Jetzt ist doch wieder gedreht. Gut gemacht, Leute. Schauspiel kurz fasten. Nur noch ein paar Szenen und wir können uns schneiden gehen. Geht eine Kleinigkeit essen, während wir die nächsten Kulissen aufbauen. Aber seid in einer halben Stunde wieder hier, okay? Zeit ist Geld. Du hast gehört, was er gesagt hat, Martin? Martin, los gehen wir. Punkt, Punkt. Martin? Punkt, Punkt, Punkt. Das ist viel cooler, wenn man den Namen so richtig deutsch ausspricht. Martin. Martin. Martin Braun. 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 Martin Braun. Also siehst du, habe ich eine B- bekommen. Ne? Nicht schlecht. War ich gut. Second Act Rising. Ja, aber... 91. Du hast eine 91 gegeben? Das hier müssen wir erstmal überspringen, wegen Spoiler. Ach so, wieso? Da werden Sachen aus dem ersten Teil erzählt, die wichtig sind. Oh, okay. Also ihr habt also gehört, wir überspringen kurz diese Sequenz, beziehungsweise die Dialoge, weil Dinge aus dem ersten Teil verraten werden und das wollen wir doch nicht. Wieso ist jetzt... Ach so. Ich dachte, der PC sei kaputt. Deswegen... Tut mir leid. So, das hier ist jetzt neu. Okay. Aber der Ryosaki war letzte Woche schon da, wie recht. Aber ich weiß nicht, was Bratucha heißt. Ich auch nicht. Und schöne neue Friseur auch nicht. Aber hi, Ryosaki. So, wird das auch übersprungen? Oder bist du bloß wieder... Du kannst ruhig gerne russischen Türsteher sprechen. Ich? Sollen den Wenn Sie gerne Einladung haben, gehen Sie besser wieder. Aber, oh. Schlafet jetzt. Und wer bist du? Ein Journalist. Was macht er denn jetzt? Tatsächlich. Er versucht ihn zu retten, weil er ihm aus Versehen das Gesicht kaputtgeschlagen und ohne es zu merken. Ja. Und jetzt. Also Moment, du hast ihm jetzt quasi kalb. Ja. Oder du Hilfe! Jemand soll einen Krankenwagen rufen, die haben aus Versehen einen Mann halb tot geschlagen. Hat der ein Problem? Hier gab es einen Unfall. Ja, guck dir den Bart an. Ist da irgendjemand? So, und jetzt sieht er sich so, okay, in dem Laden hier sind alle Leute mit Schrotflinten. Mojo 91, Dimi, du siehst großartig aus. Das ist Morgan. Hallo, Morgan. Ah! Das ist mein neuer Mitbewohner und ältester Freund, der jetzt zu mir gezogen ist und das hier live verfolgt. Hallo, Mo. Ich nenne ihn Mo. Ja. So, hier, gerade noch hier, der Evan. Ryosaki schreibt übrigens ganz kurz, du bist Russ. Ich dachte, du bist Russe. Bratucha heißt Bruder. Ja, weiß ich. Ich bin kein Hochstapler. Das hast du bewiesen. Stravuti Svinja. Bratucha. Hallo und Küsschen, schreibt Mo. Jetzt bin ich überfordert. Ja. Und so überfordern wir Dimi, der explodiert jetzt dann gleich. Also der Evan hier benutzt keine tödliche Gewalt. Hast du gesehen? Also der hat die Waffe genommen und die entladen. Ach so. Und, aber er hat doch gerade einen Typen totgeschlagen. Ja, ja, aber er bereut es ja. Ja. So, und das ist halt schwieriger. Du kannst alle Leute einfach nur K.O. schlagen. Du kannst aber auch... Das versuche ich jetzt natürlich... Chrissy schreibt gerade, ob wir uns aus der Arbeit kennen oder durch die Arbeit und ob es eine lustige Kennenlerngeschichte gibt. Würde ich sagen, schieben wir das auf die Frage-Beantworte-Runde. Ja. Dann sehr gerne nochmal fragen, bitte. Da könnt ihr lauter solche lustigen Dinger fragen. Werden sie heute euch nicht beantworten. Doch, werden wir schon. Zumindest ohne die ganzen FSK. Zumindest nicht die, genau. Zumindest nur im Sonderformat High Five Live Nights. Da kommt dann die 18 am besten. Also siehst du, du kannst halt mit ihm ausrasten. Wie hast du das jetzt gemacht? Wenn du halt weiter mit X draufschlägst. Aha. Wenn du das zweimal machst. Ja. Machst du das jetzt? Dann reißt er sich das Hemd vom Leib. Und ab jetzt ist Rampage. Dann, okay, und dann tötet er auch. Hat das jetzt einen Nachteil? Nee. Ändert das irgendwas an der Story? Nee. Aber du kriegst ein Achievement, wenn du alle Missionen nicht tödlich löst. Aber es hat absolut keinen... Leider nicht. Mehrwert. Schade. Das finde ich traurig. Wie spreche ich das jetzt aus? Mein, dein, mine, dein. Guten Tag, ihr Profikiller. Hallo. Heute sind wir zwar nicht so Profi unterwegs. Was heißt denn wir? Willst du wieder? Ich weiß nicht, ich glaube, das wird jetzt ganz schön schwer, oder? Aber die stehen jetzt auch nicht mehr auf, ne? Also wenn die quasi K.O. sind, dann... Naja, und sonst,
würdest du, ich weiß es gar nicht mehr, was hast du für eine Bewertung gegeben? 80, tatsächlich. 80. Ich habe ja damals eine niedrige Bewertung gegeben, dem ersten Teil, wobei ich aber sagen muss dazu, gefühlt hätte ich es höher gegeben. Es war so ein bisschen mit dem Wertungskorsett so eine Sache, damals gerade auch so mit den Indie-Sachen, die da auch erst ein bisschen am Aufkommen waren. Ja, stimmt, das war ja, genau. Also hat mir persönlich, so wahrnehmungstechnisch hätte ich da gut eine Mitte, Ende 80 gegeben eigentlich, aber ließ sich das war auch beim Test so eine Sache, also das habe ich ja versucht zu erklären, warum ich es höher bewertet habe als den ersten Teil, ja. Aber es trotzdem das schlechtere Spiel ist. Ist es nämlich. Wesentlich? Nee, nicht wesentlich schlechter. Aber das ist auch so ein bisschen, du kriegst halt wieder im Prinzip das Gleiche, was du im ersten Teil schon gespielt hast. Und irgendwann läuft sich das halt auch aus. Du läufst halt wieder durch zig Level, klopfst halt nur Russen kaputt. Was dir schon nicht deinem Naturell entsprechen kann. Ja. Aber... Also ich hatte viel Spaß damit. Ich habe es ja auch privat jetzt, zocke ich tatsächlich ziemlich häufig. Aber es hat halt nicht mehr diesen, beim ersten Teil hast du es gezockt und dachte ich so, oh mein Gott, hat dieses, ist das ein krass geiles Spiel mit dem Soundtrack und dem Flow und dem Flow. Also wenn ich dabei bin, dann kann man sich auch denken, oh, dieser Flow, das war doch tatsächlich mal ein schöner Bug. Das war cheap. Aber ich habe das neulich auch in irgendeinem amerikanischen Videotest gesehen, weiß ich, ob es IGN war oder GameSpot oder so, und da haben sie mir auch gesagt, dass es halt schon gut ist, aber es ist halt mehr vom selben, ohne da irgendwie jetzt eine große Überraschung mit einzubauen. Gibt es eigentlich, ohne da zu viel zu spoilern, es gibt ja im ersten Teil so einen sehr krassen Twist. Einer, ich meine jetzt nicht den Schlusstwist, sondern man spielt ja dann auch nochmal jemand anderen. Ja. Und was das fand ich halt sehr krass. Auch gerade, wohin das so läuft. Gibt, genau sowas gibt es eben nicht mehr. Okay. Leider. Was ich ein bisschen... Aua. Ein bisschen schade finde. Weil das fand ich gerade am ersten Teil cool, dass er halt wirklich so mit den Erwartungen des Spielers gespielt hat. Ja, und auch total. Mit dem, was man als Spieler halt in dieser Welt interaktiv macht. Aber ja, es ist halt mehr vom selben quasi. Ne? Aber was ein bisschen schade ist, ist auch, oder vielleicht ist es auch gut, ich weiß es nicht. Da bin ich immer unschlüssig. Also es gibt halt Aspekte, die cool sind. Zum Beispiel hattest du im ersten Teil ja diese dubiosen Gespräche nach der Mission mit diesem, Imbiss-Typen. Die nicht so wirklich ins Konzept gepasst haben, auch weil der nach jedem Job, nach jedem Auftrag von dir mal einen anderen Job hatte und so. Mhm. Sowas klärt sich dann, was das sollte. Und das meine ich damit. Also das ergänzt die Story vom ersten Teil super, steht nur nicht so gut auf eigenen Beinen. Okay. Das ist halt das, was ich mir eben denke. Also einerseits ist es cool, dass es das ergänzt. Andererseits denke ich mir, es sollte halt für sich auch allein stehen können. Kann es das so? Oder würdest du allein deshalb nicht, weil das ist wie wenn... Es ist halt eine Fortsetzung, die ohne den ersten Teil nicht funktioniert, auch spielerisch. Du wirst halt, es gibt halt kein Tutorial mehr in dem Sinne. Es gibt zwar eins, aber das ist so, also wenn du den ersten Teil nicht gespielt hast, dann hast du in dem Spiel keine Chance. Okay. Wobei ich auch sagen muss, ich meine, klar muss ich erstmal mit dem Gamepad zurechtkommen und so, aber ich habe mich im ersten Teil auch noch nicht so angestellt, weil ich finde, der war jetzt gleich schon relativ am Anfang relativ happig, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Oder knackiger. Und mein Gamepad-Problem. Es hört sich so an, als wäre ich der totale PC-Experte. Was eigentlich nicht so ist. Ja. Ich habe letzte Woche haben wir schon drüber geredet, dass du eigentlich alle Konsolen hast. Ja. Aber ich kann tatsächlich, ich bin so Xbox gewöhnt, dass ich mit dem PS4-Controller auch nicht so ganz kann. Ich aber auch nicht. Ist halt Gewöhnung, aber ich muss es jetzt dann können für Bloodborne, weil ich das daheim unbedingt spielen will. Ich habe es ja immer noch nicht angefangen tatsächlich, seit unserem letzten Twitch. Ich glaube, so zwei, drei Tage, da habe ich mir gedacht, boah, heute muss ich noch. Aber dafür will ich mir Zeit nehmen. Ja. Und dementsprechend. Chrissy schreibt nochmal ab, wann gibt es denn die Fragerunde? Danke, Pierre, fürs Beantworten. Ich hätte jetzt dazu die letzten 30, 25 Minuten oder so, denke ich mal. Weil es nämlich die Frage, ob wir jetzt sagen, wir würden jetzt noch irgendwie Wii spielen, aber ich glaube, dafür ist die Zeit jetzt zu wenig. Ja. Es muss hier ein bisschen... Weiß ich nicht. Demi stirbt halt dauernd. Ne? Du hast halt bei so Spielen irgendwann einen Punkt, wo du nicht mehr besser wirst. Chrissy schreibt nochmal, vielleicht stellt dann jemand von euch meine Kennenlernfrage. Achso, ja, Pierre übernimmt das. Alles gut. So, jetzt aber. Wie viel Level gibt's denn da? Beziehungsweise ist es vom 26, Umfang? Ist deutlich mehr. Okay. Also was heißt deutlich mehr? Der erste war ja auch schon umfangreich, aber. Sag mal, es gab doch im ersten Teil
hoffe, ich spoiler da jetzt nicht. Nach dem Durchspiel noch so ein Level mit so. War das wie ein Kult oder so? Oder irgendwas war da ein Pentagramm oder so in der Mitte? Irgendwas gab es so Zusatzlevel. Diese Bonuslevel, ja, gibt es auch nicht mehr. Aber was hatte der für einen Sinn im ersten Teil? Ich glaube, das war echt nur so extra Gaudi Content, ja, glaube ich. Weil ich habe das damals überhaupt nicht wissen, wie das jetzt, was das jetzt noch soll. So. Achso, der hockt auf dem Dings. Oh, was ist denn jetzt? Ja, wenn man in dem Level schnell genug bei dem Typen unten ist, dann pfeift er seine Leute zurück. What? Man kann sie so nicht mehr kaputt hauen. Wieso pfeift er die zurück? Weil man eigentlich nur ein Interview mit ihm wollte. Das ist ein bisschen so wie bei uns bei GameStar. Ja, der Klassiker halt. Ja. Ja. So wie wir damals, Judas und ich, bei Nintendo aufgedrungen. Ja, ihr habt euch gesagt, okay, wir müssen so schnell wie möglich zum Chef da oben, sonst müssen wir halt jeden Nintendo-Mitarbeiter wegschlagen. Der Klassiker. Aber was genau, ich meine, er hat jetzt gar nichts gesagt. Und was würde jetzt passieren, wenn du langsam gewesen wärst? Na, ich hätte halt alle aus dem Weg räumen können. Ah, okay. So, und dann wäre die Bahn frei gewesen. Aber er hat jetzt nichts gesagt. Weil ich es weggebracht habe. Weil so langsam kommst du halt ins Gebiet, wo... Also ich weiß nicht, ob wir spoilern wollen. Ach, du hast es weggedrückt. Also das da geht halt jetzt alles um die Handlung vom ersten Teil. Ich würde dann sagen, wir überspringen das trotzdem, wenn es um die Handlung geht. Wenn ihr denn nämlich noch... Moricoles schreibt, spielt ihr noch was anderes? Ich bin halt gerade am Überlegen, ob sich jetzt rentiert noch eine halbe Stunde... Wir können aber einfach ein bisschen mehr Fragen beantworten. Oder wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir hätten jetzt noch eine Stunde. Marco, was sagst du denn? Also ein neues Spiel reicht eigentlich nicht mehr, wenn ihr jetzt wirklich richtig einen super Pro Protector oder Contra 3 anfangen wollt. Ist ein bisschen wenig, ne? Halbe Stunde Zeit nur. Das müsst ihr wissen, also ihr könnt vielleicht ein Level. Nee, ich glaub, das wird ein bisschen knapp. Dann nehmen wir uns halt lieber 30 Minuten für Fragen oder so. Ja. Das ist ja auch kein Problem. Beziehungsweise gibt es dann noch andere Sachen, die wir bei Hotline Miami auch zeigen können. Einen Level Editor gibt es bei der Konsolenfassung leider nicht. Kommt der nach mit per Patch oder so? Soweit ich weiß nicht. Weil der eben auch sehr, sehr stark auf die Maussteuerung ausgelegt ist. Was ein bisschen doof ist. Ja, ist leider auch. Es wirkt ein bisschen doof. Im Endeffekt hast du ja Abstriche und du wirst bestimmt nicht weniger für die Konsolenversion zahlen. Nee. Ist ja doof. Aber sowas müsste doch eigentlich mit dem Controller auch umsetzbar sein. Ich meine, gibt es ja so viele Sachen, die auch auf der Konsole funktionieren. Also war ihnen wohl zu viel Arbeit. Wollte ich irgendwas noch zu der Levelauswahl sagen? Ah ja, gibt es denn irgendwelche Level, die sich dann jetzt grandios vom ersten Teil unterscheiden oder die innovativer sind oder so? Der Hard Mode spielt sich halt deutlich anders. Also da kommst du beispielsweise in Level rein und es schießt halt sofort aus einer ganzen Fensterfront, schießen Leute auf dich. Das spielt sich dann halt echt mehr wie ein Actionfilm. Du bist halt nur noch am Rumlaufen, am Ballern. Also es ist halt alles größer, alles ein bisschen... Ach so, aber du bist dann... Es macht's actionreicher oder musst du dann nicht taktischer vorgehen im Sinne von langsamer, weil... Ja, also in dem Sinne macht es schon taktischer und langsamer. Aber es fühlt sich alles so ein bisschen größer an. Im ersten Teil hast du halt dieses Gefühl, okay, du bist hier auf so einer Survival-Mission. Und hier ist es am Ende, du hast zum Beispiel auch einen Banküberfall. Mhm. Wo du mit deinen Kollegen dann eine komplette Bank ausnimmst und haufenweise Cops über den Haufen schießt, das ist dann fast schon wie vom Gefühl wie bei Payday. Okay. Mit die ja auch so eine Partnerschaft haben, die Entwickler von dem Spiel. So. Hast du das jetzt mit Lock-On gemacht oder so? Nee. Ich habe mir den tatsächlich abgewöhnt, deshalb spiele ich glaube ich auch so doof. Pierre schreibt, wie viel Zeit kann man in beide Teile stecken? Was war denn der erste? Waren das 5 Stunden? Ja. Interessanterweise hat man beim ersten das Gefühl, man hat ihn so viel gespielt, aber am Ende sind es nur 6 Stunden. Bei dem hier habe ich jetzt mit Hard Mode, glaube ich, knapp 20, aber ich habe es für einen Test natürlich auch... Also zum reinen einmaligen Durchspielen? Auch so 6 Stunden. Also es dauert ein bisschen länger als beim ersten Teil. Okay. Aber nicht bedeutend länger. Die Gebiete sind ja auch etwas weitläufiger. Ne? Ja. Also ich habe neulich mal auch mitbekommen, dass sie zwar weitläufiger sind, aber dadurch ist auch erschwert wird, beziehungsweise es teilweise wirklich, nennen wir es mal, unfaire Momente gibt, weil du halt einfach überhaupt nicht. Ja, also zum Beispiel, wenn ich mich. Du kannst ja nicht, wenn ich mich hier hinstelle, dann kann es jetzt jeden Moment sein, dass einer von unten hochschießt und auf dem kleinen Flur hier habe ich so gut wie keine Chance auszuweichen, genau sowas. Das ist halt zum Beispiel tatsächlich ja unfair. Und oder? Das sind so Situationen, wenn du das vorher nicht weißt, dass da jemand ist,
dann machst du den Fehler. Das ist genau wie bei der Situation, wenn du direkt am Anfang beschossen wirst. Ja, beim ersten Mal, du bist es gewohnt, du startest in einem Level und guckst erstmal und dann bist du direkt tot. Jetzt schieße ich halt, wenn ich es weiß, schieße ich da runter und versuche den halt vorher zu erwischen. Das find ich. Siehst du, das hast du, also hast gerade geflackert, ich habe da unten jetzt was gekillt. Ja. Und das ist so mehr Trial and Error. Also vielleicht zur Info an die Leute, die es nicht gespielt haben, auch nicht den ersten. Die Kamera lässt sich halt nicht komplett frei übers Gebiet bewegen, sondern du kannst ja mal nochmal machen, wie weit du wegkommst mit der Kamera. Genau. Und es reicht halt kaum, weil die Gegner, so langen Gang halt nicht, weil die Gegner fast auf diese ganze Distanz hier schießen können. Aber der Soundtrack ist immer noch famos. Im Hintergrund läuft der Adrian rum. Hallo! So, irgendwo ist noch einer. Da ist er. Wo? Ah. Wo zielt der eigentlich hin? Was zieht die ganze Zeit an die andere Seite des Raums so? Willst du vielleicht von oben kommen? Oh Mann, ich liebe meinen Job. Manchmal ist es ein bisschen langweilig, aber. Oh. Oh, Mann. Wer bist du jetzt eigentlich? Typ einer mit Zebra-Maske? Von den Fans von dem Typen aus dem ersten Teil. Okay, mehr sagen wir dazu auch nicht. Soundtrack fast genauso gut, oder? Oder willst du sagen besser? Nee, genauso. Sind auch wieder ein Haufen der Soundtrack-Leute, ja, aus dem ersten, ne? Ich weiß mir dann leider die Namen nicht mehr. Du vielleicht? Moon zum Beispiel, Perturbator, der ist ja so ein. Der macht ja sehr viel Musik in die Richtung. So Elektro-Synthi-Kram. Wobei ich ja gar nicht so der Elektro-Typ bin, oder eigentlich gar nicht. Ja, aber hier, da passt halt. Ja. Wobei das jetzt auch nicht so, das hört sich jetzt auch nicht so stark nach Elektro an oder so. Ist halt so ein bisschen ähnlich wie bei Drive, aber das war ja schon im ersten Teil, also beim Film Drive. Den ich ja sehr gut fand. Ich auch. Und ich immer noch vom gleichen Regisseur diesen Only God Forgives auf Blu-ray daheim hab und ihn mir nicht anschaue und traue, weil der so beschissen sein soll. Ja, geht mir genauso. Der ist auch wirklich richtig merkwürdig und man kann ihn nicht objektiv gut finden, aber der hat mit die geilsten Bilder, die ich jemals in irgendeinem Film gesehen habe. Also wirklich. Jeder Shot ist göttlich. Okay. Jeder Kamerashot. Also anschauen will ich mir auch, ne? Aber du kennst ja dieses, ich bin halt ständig so am Überlegen, mach ich jetzt mal oder nicht? Der lohnt sich auf Blu-ray total. Also das schon. Also da hätte ich noch auch, wie gesagt, das. Und sehr famos, seine Frau bringt demnächst eine Doku raus über die Dreharbeiten in Bangkok. Da habe ich den Trailer gesehen. Ja. Der war ja ziemlich am Ende, du. Der war wirklich am Ende. Und ich glaube, wenn man überlegt, dass der Film bei der Uraufführung in Cannes, dass die Hälfte des Kinosaals oder so wohl rausgegangen ist oder geboot hat am Ende, oder beides, du musst ja wirklich am Boden gewesen sein, das die glaube ich. Nicholas Winning Refn heißt er. Ja. Aber ja, muss man wie gesagt mal angucken noch. Aber der Drive war schon, boah, damals im Kino gesehen, hat mir gefallen. Es war ja so eh um die Zeit, ne? Das hier danach ein bisschen. Ja. So, müssen wir das wieder überspringen? Nee. Dann mach ich. Na, mach du. Stehen bleiben! Das mit den Augen ist hart. Das ist irgendwie. Die hat Angst. Hypnotisch. Ey, ganz locker bleiben. Ich bin bloß hier, um dich zu holen. Entschuldigung. Dein Bruder schickt uns. Wir tun dir nichts. Bruder? Bruder. Mein Bruder? Ihr habt gerade all meine Freunde getötet. Draußen wartet ein Auto. Also runter mit der Knarre. Zeit zu gehen. Wir liefern dich bei deinem Bruder ab. Du wartest, dass ich mit euch gehe? Bist du völlig irre? Du hast meine Freunde umgebracht. Das ist ein geiler Dialog. Mit dir gehe ich nirgendwo hin. Und jetzt lass mich verdammt nochmal in Ruhe, ich bin hier am Rumhängen. Oder ich schwöre dir. Was? Na gut, wie du willst. Wir hauen hier ab. Achso, das war's jetzt. Ja, wenn du jetzt wieder reingehst, schießt sie dich tot. Echt? Ja. Das ist dem Kollegen Johannes oben passiert. Muss dann das ganze Level nochmal machen? Ja. Nein. Also den Abschnitt hier. Oh, oh. Ryosaki schreibt, er vernachlässigt ein wenig den Stream-Chat. Ja. Wo ist Tobias Feldhin im Fenster? Jetzt nicht mehr. War der hinter uns? Jetzt nicht mehr, er hat durchs Fenster geschaut, wie so ein Tourist mit Handy und allem und die ganze Zeit. Aber schön. Sehr gut. Großbild gehabt. Der Tobi. Der ist super. Der jute Tobi. Irgendwas wollte ich zu dem Stil noch sagen und zu Drive. Ich weiß nicht mehr. Gesundheit!
Julius Niest. Boah, 10 minus. 10 minus. Da war ja nix, du. Profi. Alexander Ash. So. Wollen wir das überspringen, oder? Nö. Mir fällt schon keine Stimme mehr ein. Ja. Bist du bald fertig? Das ist der falsche Zeitpunkt zu rumtrödeln. Wenn jetzt ein Bulle auftaucht und uns sieht. Wenn du rumnörgelst, geht auch nicht schneller, klar. Yo. Ich erzähl dir außerdem schon seit Wochen, dass der Van eine Reparatur nötig hat. Yo. Stimmt, ich verstehe bloß nicht, was das mit mir zu tun hat. Ist ja nicht mein Van. Mach's doch einfach, okay? Du bist der Einzige von uns, der nicht den ganzen Tag arbeitet. Bring ihn runter zu Andys Werkstatt, er schuldet mir noch was. Na gut, er bringt die Karre zu laufen und ich kümmere mich morgen darum, okay? Und auf einmal sehe ich Toni als kleinen Mexikaner. So, ich denke, das war's. Ruf den Motor an und dann nichts wie weg hier. Wieso tragen die eigentlich immer noch ihre Masken? Weil die Fans sind. Okay. Yoshi schreibt, the fuck, nur knapp 100 Zuschauer. Ich weiß. Aber das wird. Wir machen das schon. So, das springen wir auch mal. Achso, okay. Achso, Yosaki schreibt, habt ihr einen eigenen Teamspeak-Server? Falls nicht, kann ich euch einen einrichten. Marco? Nee, haben wir nicht. Wollen wir einen eigenen Teamspeak-Server? Für unsere Counter-Strike-Sessions. Haben wir noch? Spielt ihr Counter-Strike? Da müsst ihr mal tatsächlich eher nachfragen. Das kann ich jetzt so gar nicht beantworten. Verzeihung. Utopia 5 schreibt, passiert, wenn man einen Stream auf 14 Uhr ansetzt. Ja, ich weiß doch. Aber das ändern wir ja auch nächste Woche, aber das sage ich später. Ja, ist normal, ist nicht schlimm. Ah, so. Eben. Modikules. Dafür werden wir mehr beachtet. Also ihr. Demi, warum tötest du eigentlich schon wieder Leute? Ich rede gerade mit den Zuschauern. Kannst du's mal lassen? Weil ich ein russischer Mafiosi bin. Hast du einen Schalldämpfer? Yep. Ui. Den hat nur er hier. Faszinieren dich Schalldämpfer oder gedämpfte Waffen auch immer? Inwieweit faszinierend? Also ich fand das halt immer so keine Ahnung, bei Hitman. Oder auch bei jedem Actionspiel gibt es ja immer diese Momente oder Level, in denen du dann mit irgendeiner schallgedämpften Waffe oder so verlangen bist. Das fand ich immer total cool. Ich fand es auch sehr, sehr desillusioniert, als ich erfahren habe, dass die gar nicht so leise machen. Das stimmt allerdings, ja. Dass es sau laut sein soll. Und dass die Filme uns verscheißen. Verscheiße. Ich habe das mal. Das kommt aber ein bisschen drauf an mit dem Schalldämpfer. Ja. Also unser Schalldämpfer-Experte Marco. Es ist so, das stimmt, Schalldämpfer sind in Wirklichkeit nicht so leise wie in meinem Film, das ist totaler Käse. Aber wenn die Kugel selber nicht die Schallmauer durchbricht, zum Beispiel wie bei einer Pistole, dann ist die schon ordentlich leiser als jetzt ein Gewehr. Also ein Gewehr mit einem Schalldämpfer, das hört der Nachbar wahrscheinlich auch noch, wenn das nicht extra schallgedämpfte Munition, also Munition ist, die unter Schallgeschwindigkeit fliegt. Ciao, Miss Mad Hatter. So. Sorry. Ja, danke, Marco. Danke, Marco. Deshalb funktioniert meine schallgedämpfte Schrotflinte bei Payday nie. Nee, ich meine, da hatte Marco natürlich recht, scheinbar. Aber es ist eh krass, was für ein Bums bei Waffen dahinter ist. Ich habe mal in Texas, also meine Verwandten besucht habe, meine Tante, mein Onkel, mein Cousin. Dann haben mich die, Moment mal, Sam, oh Gott, das kann ich auch spielen. Sammy ist, das ist ein, wann spielt Flo wieder? Ich glaube, das Problem ist, wenn ich jetzt einsteige, gehe ich komplett kaputt dran, oder? Denke ich mal. Nö. Übrigens, weil ich gerade lese hier von Kekskanone, Marco, was du vom letzten Transformer-Film hältst, da würde ich fast sagen, wir verschieben das auch, weil Marco ist natürlich auch herzlich eingeladen, uns in der Fragerunde mit Fragen zu beantworten, oder euch. Also dementsprechend auch Fragen an Marco natürlich. Am besten Fragen, die er innerhalb von 2 Minuten beantworten kann und nicht von 22. Innerhalb von 22, das wäre schön, weil Marco neigt dazu, nie wieder jemanden reden zu. Ausführlich zu beantworten. Nein, Schwan. Sehr gerne, wie gesagt, Marco ist da. Wenn du Lust hast, Marco, wir würden uns freuen. Ja, sehr gerne sogar. Siehst du? Genau, und ich durfte dann in Texas mit, ich glaube, einer Glock schießen, mit einem Revolver, mit so einem ganz dicken, so einem Magnum. Und mit einem kleinen Jagdgewehr, mit einem Scope dran. Und wenn du dann diesen Revolver in der Hand hast, da ist halt schon ein Bums dahinter. Wie das, also da musst du schon kann gut halten. Vorstellen. Und also kannst du nicht mal so lässig so, hey yo, hier,
wenn du es gewohnt bist vielleicht, aber das Problem war, dass mein Cousin mir gesagt hat, er war halt bei der Army und so, und ich soll jetzt den Daumen nach unten nehmen, weil der Schlitten ja zurückfährt und wieder nach vorne nach jedem Schuss. Ja. Und ich meine, du hast halt, es ist ja trotzdem nur in Anführungszeichen so ein kleines Gerät. Mhm. Und ich hatte in meinem jugendlichen Leichtsinn mit meinen 28, 29 Jahren, war schon über 30, hatte ich den Daumen natürlich oben und schieß. Und es haut mir den Schlitten gegen den Daumen. Und ich habe es ihm halt nicht gesagt, weil ich gewusst habe, der nimmt mir halt die Waffe weg. Das hat so wehgetan. Alter, da merkst du nämlich, wie viel Kraft da dahinter ist. Boah, hat das wehgetan. Das war echt nicht schön. Ah. Oh. Utopia schreibt, Marco könnte auch auf die Frage, wie er heißt, über 2 Minuten Mono. Ach, Marco übernimmt schon, glaube ich, oder? Ja, ich habe geschrieben, dass es sogar stimmt. Weil ich wusste es. Die Herkunft des Namens, Kriegsgott Mars, der nichts mit Schokoriegel zu tun hat, und Markus und dann das spanische Marco, und das war's. Ryosaki schreibt, er hat Nino einen eigenen Teamspeak-Server empfohlen. Er meinte, er hätte Bock drauf, dafür fehlt ihm aber die Zeit, hättet ihr Interesse. Schreibt mich doch dann nochmal bitte an über High Five, über Facebook, das wäre super. Dann können wir da gerne nochmal drüber reden. Da muss ich mir auch erstmal gucken, aber why not? Oh, Marco, die True Detective-Serie. Wir machen das alles später, oder? Das wird wieder, ja. Ich glaube, da fangen wir dann wirklich schon in einer Viertelstunde an. Dini, wie geht's denn dir so? Ja, ich werde hier langsam frustriert vom ganzen Killen. Also wenn du willst, kannst du gerne nochmal übernehmen. Ich kann es mal versuchen, aber ich meine, ich gehe jetzt total drauf wahrscheinlich. Ne? Wir können mal machen. Was ist denn mit dem Auto da und wo muss ich hin und überhaupt? Du musst nur alles über den Haufen schießen. Okay, ich versuch's nochmal, wenn du willst. Oder wenn du stirbst. Wir können es ja wirklich abwechselnd machen, wenn du Bock hast. Marco, hast du eigentlich dein Mikro dran? Okay. Julius, ich muss so dringend aufs Klo. Ich weiß gar nicht, warum ich dir das erzähle, aber ich habe Dünnpfiff. Kennst du das? Kennst du das auch? So eine Wurst. Ich mache das. Das ist jetzt interessant. Utopia 5 Hotline als Anti-Gewaltspiel, Demi? Nee, definitiv nicht. Also dafür haben sich die Entwickler zu sehr in den Sand gesetzt mit dieser Vergewaltigungsszene, die einfach nichts anderes war als PR-Drama. Also es gibt so eine ganz ominöses, also im Vorfeld, bevor das Spiel rauskam, hieß es so, ja, es gibt eine Vergewaltigungsszene und wir bringen das hier Gewalt auf ein nächstes Level. Haben sie es so beworben? Genau, es wurde halt wirklich so als so ein Feature und dann kriegst du sogar die Möglichkeit, das auszustellen. Das ist so eine völlig sinnlos platzierte Szene, die auch noch überhaupt nicht dem Rummel gerecht wird, den die da gemacht haben. Also das, nicht, dass es das besser machen würde, ne? Aber da hat auch der Kollege Dominik Schott eine interessante Kolumne zu geschrieben. Die ich noch nicht gelesen habe. Ich habe nur mitbekommen, dass er da so ein bisschen mal nachgefragt hat, wie das denn eigentlich ist mit Ja, er hat halt ein bisschen gefordert, dass der Journalismus mehr darauf eingeht, wie Gewalt einfach hier anders gewichtet wird als im ersten Teil, weil es halt wirklich, ja, es ist eben keine Anti-Gewalt, sondern sie wird halt schon stilisiert. Ja. Aber wird sie das im ersten nicht auch? Also wenn du jetzt einen Plot am Ende, aber ich weiß ja nicht, wie es da jetzt ist. Das kann man schon wieder so nicht beantworten. Ne? Aber grundsätzlich. Wobei man sagen, ja, beim ersten Teil ist sie halt in einen Kontext eingeordnet. Du hast ja als Spieler, zumindest denkst du das, dass du keine Wahl hast. Und hier sind so viele Missionen einfach losgelöst von der Story, einfach nur Gewalt. Zum Beispiel diese ganzen Journalismus-Missionen, dass du da, der will ja eigentlich was rausfinden. Und dass du jetzt da den ganzen Russenschuppen komplett kaputt hauen musst, das ist halt wirklich nur, damit die Spieler ordentlich Action haben. Also es ist nicht so eingebettet in die Story wie im ersten Zumal Teil. Zumal es ja dann auch wirklich ja wieder irgendeinen, also gar keinen Effekt hat, wenn du sagst, du haust da zweimal hin und plötzlich wirst du zum Berserker und machst es halt dann. Und das Einzige, was es gibt, du bist in einer Figur bist du auf Hawaii unterwegs, das hieß ein bisschen eine alternative Zeitlinie, da gibt es einen Krieg gegen die Russen, beziehungsweise so eine Art heiß gewordenen Kalten Krieg. Und ach so, okay. Da hast du so ein bisschen so ein Apocalypse Now-Szenario. Du hast einen Colonel, der langsam durchdreht durch den ganzen Kram, den man da macht. Mhm. Und da ist es dann schon thematisiert. Aber eben nicht durchgehend. Ja, wie gesagt, also ich hab's ja, da ich es nicht gespielt habe, kann ich jetzt auch wenig dazu sagen, weil
gewisse Dinge ja im ersten Teil dann auch wieder... Ich sag mal tauschen. Oh, ja, das bringt mir jetzt total, ne? Ich weiß schon die Tasten gar nicht mehr. Also, ach, du bist auch so einer von diesen Standardschwitzern? Ja. Cool. Was natürlich nur an der Kamera liegt. So, Bobby. Heimitlow.net, ich kann das mittlerweile auch. Heimitlow. Für was hast du gekauft? Für PC? Wie? Sorry, was? Er hat es sich gekauft, was ich gut finde. Ich muss diesen männlichen Schrei jetzt irgendwie mal runterfahren und nur noch oh machen, wenn ich sterbe. Ich krieg das hin. Oh. Hast du gehört? Gut. Ja. Hi. Oh. Scheiße. Das ist aber auch hart, ne? Ich ramme den die Tür in die Fresse, der kippt um, geht K.O., steht wieder auf, als wäre nichts gewesen. Ja, vor allem, Julius steigt aus. Er hat halt wirklich vergessen, dass du da warst. Aber das ist jetzt dumm von mir, ne? Schau mal, ich spiele das alte Spiel, der Wind spielt mit der Scheißhaustür. Okay. Warte mal, Julius flippt gerade aus, total. So was habe ich noch nie gesehen. Da muss ich mir in die Augen schauen, das verwirrt ihn. Ist der jetzt kaputt? Sorry. Ich muss diese männlichen Schreie jetzt lassen. TittenXD schreibt. Was? Bis 16 Uhr, ja, bis 16 Uhr, ne? Ich habe den Namen nicht verstanden. Was? Bis 16 Uhr, ja. So, ich kriege das jetzt hin. Ist das eine Tür? Ja, okay. Okay, das ist scheiße hier. Das heißt aber... Komm, komm, nein! Schaust du überhaupt noch zu, was ich jetzt heute mache? Utopia 5, er schreibt... Ja, oder sie schreibt, wenn Emma Watson Männer zum Weinen auffordert, darf Flo auch einen Mädchenschrei machen. Ja, ja, ich finde, das ist jetzt auch Flo legitim. Ist auch Frauenbeauftragter bei uns. Ich bin ja auch so ein bisschen die Emma Watson von High Five. Ja. Was viele nicht wissen, ne? Hey, Blitzi fragt, was es mit dem Auto in der Mitte auf sich hat. Was? Weiß ich auch nicht. Nein, das ist eine Autowerkstatt, in der wir gerade diverse Russen töten. Also man könnte eigentlich fragen, was hat es mit den Russen in der Autowerkstatt auf sich? Weiß ich aber auch nicht. Ist halt so ein Deckmantel. Ah! Oh. Sehr gut. Jetzt noch den. Ich glaube oben, ah genau, da unten, siehst du, der Typ, der den Safe ausräumt. Kann man den töten? Ja, dem musst du seine Tasche abnehmen. Kommt dann irgendwas? Wenn er der Letzte ist, musst du nur mit der Tasche rauslaufen, dann hast du es geschafft. Ich glaube, da oben ist aber noch was, oder? Oh ja. Oh Gott. Die musst du dann zuerst. Okay. Ich bin ja gar nicht so schlecht. Nö. Jetzt bin ich aber auch leicht konzentriert hier. Also warte mal, die werden mich jetzt nicht hören, ne? Das heißt? Also wenn du den über den Haufen schießt, werden die dich hören. So, gut. Jetzt noch den unten. Wie sagt man in Russland, wenn man stolz auf Florian ist? Da. Böhmische Grüße. Da bene. Ja. Das war kaltblütig, das war richtig kaltblütig. Wie? Vielleicht hätte der überhaupt nichts getan. Der war einfach nur seine Tasche am Aufräumen. Das ist so, lalala, ich bin der witzige Jimmy, ich bin der coolste in unserem Club. Und heute räume ich mein Geld aus und spende es Kleinkindern. Ja, genau. Der witzige Jimmy. Ich will aussteigen. Steht da einer draußen, der mich jetzt kalt macht? Nee. Soll ich das überspringen? Nö. Hey. Nee. Vielleicht eine andere Stimme. Was könnte man denn noch machen? Welche Halle sind Sie? Dottes, du kommst so davon, was? Davon kommen? Ich arbeite hier. Wer sind Sie? Das ist überfordert total. Sie machen mir Angst, Mann. Ich deute deinen Glückstag, Kleiner. Diese Tasche hat dir gerade das Leben gerettet. Jimmy. Ich mache eine Fliege und du solltest lieber dasselbe tun. Jetzt geh mir aus dem Weg. Mine Dein fragt, wieso sehen... Mein Dein. Mein Dein. Mein Dein. Okay. Mein Dein. Wieso sehen die Leute alle so aus, als wären sie auf Drogen? Da gibt es zwei Theorien. Die einen sagen, dass es Absicht der Entwickler ist, so hässliche Figuren zu machen. Die anderen sagen, die können es nicht besser. Ich weiß nicht, was stimmt. Das ist mal geil. Vor allem, da gibt es zwei Theorien. Also, nee, die können es nicht besser.
So, ist das ein B+? Nee, ist ein D+, ne? Weil du so oft gestorben bist vorhin. Mhm. Weil wir lange gebraucht haben. Ich nicht. ich war jetzt gerade gar nicht schlecht. Kann ich einmal ein Lob haben? Na Schätzchen, willkommen zu Hause. Ich spreche es nicht mehr mit. Ich hatte was zu hören, warum nicht? Ich spreche mit mir. Okay, ich spreche beide. Nein, ich weiß nicht. Oh, hat einen Tag gehabt. Weiß nicht recht, ich habe meinen Job hingeschmissen. Hast du deinen Job hingeschmissen? Einfach so? Und dein Boss hat das zugelassen? Du hast doch gesagt, du... Schau, ich bin draußen, das war's. Apropos, ich habe eine Überraschung für dich. Aber apropos, was? Ich zeig's dir morgen, okay? Bin jetzt ein bisschen müde. Ich gehe ins Bett, bleibst du noch ein wenig auf? Sieh mir nur noch diese Show fertig an. Ich komme dann gleich nach. Bitte. Du machst das super, Flo. Total, ne? Julin. Flo, du warst geil, sagt Utopia 5. Danke. Ist das eine Katze? Ja. Cool, die bläht sich aber ordentlich, du. Er hat seinen Job aufgegeben. Wie viel Uhr haben wir es denn? Fünf und halb. Wie wir ins Gehaltsabrechnung gibt. Das ist jetzt wie so ein Abspann in so einem alten 8-16-Bit-Spiel. Game over. You've done well. Congratulations. Sie, ja, den kann ich. Sie hören WIL Miami Radio. Wieso WIL Miami Radio mit der heißesten Musik jeden Tag. Was Sie wünschen, wann Sie es wünschen, das ist unser Motto. Ein wunderschöner Tag heute, die Sonne scheint und kein Wölkchen ist am Himmel. Bei dem Wetter kann nichts schiefgehen, so viel ist klar. Heute auch noch im Programm die neue Single von Perturbator. Danke, Demi aus dem Off. Doch zuvor noch eine weitere Nummer von einem Sonderliebling, von eurem Sonderliebling, Mitch. Wir unterbrechen die Sendung für eine wichtige Wettervorhersage. Vom Atlantik kommt ein Tropensturm auf Florida zu. Er wird Miami voraussichtlich um 19 Uhr erreichen. Wir empfehlen allen Einwohnern... Nettes Auto haben Sie da. Vorschläge sind noch Ossi, Berliner, Inder und Fabian Siegesmund. Wir könnten wieder den, was wir neulich bei Dings gemacht haben, bei mir gibt es auch Jets, den Pseudo-Grünemeier. Aber den kannst du nicht in ganzen Sätzen. Weit weg, morgen hin, mir ganz egal. Und du kannst ihn sogar ohne, dass er das Mikro sprengt. Ja. Ich auch noch. Wisst ihr überhaupt, wo sie gerade hinfahren? Eure Vorstellung kann es leicht enden, dass man im Kreis fährt. Und diese Straße sieht nicht gerade viel Stunden aus. Ja, ich hasse ihn nachher der Meinung gefragt. Das ist Gott. Ich will nur sagen, diese Straße uns nichts hört, beziehungsweise ist ja ein Sack als Zuschauer. Hinaus, holen Sie nämlich den Rasen geradewegs auf zu, ganz direkt. Was wissen Sie, bereits Haji Bombaichi, oder? Ich hab keine Ahnung, wovon Sie reden. Hör auf zu reden, jetzt bin ich ganz warm. Sie werden doch früh genug sehen! Übrigens. Haben Sie vergessen, Ihre Freunde mitzubringen? Was ist ein Mann, ein Mann? Mit der Hotline Miami, meine Damen und Herren, mit der nötigen Ernsthaftigkeit gespielt. Haben wir noch 15 Zuschauer? Was ist denn der ernsteste Dialog überhaupt? Ja, wir haben Mare! Wir finden es auch gut. Ja, was kommt denn? Oh. Es ist jetzt alles voll, so halt die Fresse, Alter. Die finden es auch gut. Es sind noch 6 Leute übrig, das sind Arbeitskollegen. Und deine Mutter. Mama. Und die schreibt halt die Fresse, Sohn. Nein, bei Formal tut der Bauch weh vor lauter Lachen. Wem? Oh, ja. Was? Alicia im Wunderwald sagt, du darfst dich nicht über Herbert Grönemeyer lustig machen, sie kommt nämlich auch aus Bochum. Das ist Ali Claim Wunderland, hat er Dings mal gelesen. Okay. Also das heißt, ich darf mich nicht über Grönemeyer lustig machen, weil du aus Bochum kommst. Ich glaube, es ist ein Scherz. Also ganz ehrlich, also ich will mich nie über Grönemeyer lustig lassen, ich versuche ihn ja nur schlecht nachzumachen. Das ist okay. Hallo Schatz, du bist so leid. Du hättest in meiner Situation genau dasselbe getan. Ich liebe dich, Mary. Ja, das war's dann auch. Ja. Und damit beenden wir heute da Miami. Das ist, wie so oft von einer Frau verlassen. Ja. Ja. Und damit ist die Nummer jetzt auch gegessen. Das enden auch die meisten unserer Abende. Ja.
Ganz klassisch. Ja, gut. Dann. Seirin, Grüße aus Berlin. Liebe Grüße aus München. Halb, Punkt halb tatsächlich. Ich würde einfach sagen, machen wir doch mal eine Fragestunde. Hat jemand Lust auf Fragestunde? Nein, keiner? Gut, dann machen wir das doch. Wollen wir noch Pinkelpause machen vorher? Ich muss nicht. Marco, wie schaut es bei dir aus? Marco, musst du Pipi? Achso, Marco war ja schon Pipi. Marco war schon. Sie haben eine falsche Nummer gewählt. Bitte legen Sie auf und versuchen es erneut. Pipi, Pipi. So. Jetzt hör auf. Was? Jetzt haben wir auch mit Spielen? Ja. Gut, dann machen wir Fragestunde. Halbe Stunde. Dann machen wir einfach direkt. Bitte? Dann fangen wir doch einfach direkt an. Ja. Oder musst du Pipi? Nein. Gut. Ich trinke nur was. Marco, darf ich den TV einfach ausschalten? Was ihr nämlich nicht seht, ist, dass wir hier einen schönen Fernseher stehen haben. 17 Zoll. Er steht in 8 Meter Entfernung. Ich sehe nichts. Und trotzdem habe ich gut gespielt. Ist auch ein Röhrenbildschirm. Ja. So, wollen wir uns den in die Mitte setzen oder magst du oder soll ich? Flo trinkt manchmal für Stunden.